Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute werden wir uns darum kümmern, dass dieser nette Kerl, der hier nicht ist, zu uns kommt, indem wir erstmal warten. Da ist er doch. Um Hilfe bitten. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Leider kann ich nicht helfen. Ich habe hier viele Notleidende, die meiner ständigen Pflege bedürfen. Ich kann sie nicht verlassen. Überzeuge den Heiler aus dem Kloster nach Talmberg zu kommen. Was, wenn ich dir zuerst helfe? Was, wenn ich dir zur Hand ginge? Dann wärst du nicht so gebunden. Außerdem befindet sich unter den Verwundeten in Talmberg ein Adliger. Wenn das so ist, bin ich gewillt zu gehen. Aber erst, wenn hier alles erledigt ist. Ich hab die Quest abgebrochen. Wo soll ich anfangen? Sprich mit Johanka. Sie weiß, was zu tun ist. Oh nein! Ja. Oh nein! Johanka? Verdammt, ich glaube, das Ding kann ich knicken. Ja, die Quest habe ich schon verkackt. Ja, so viel dazu. Was haben wir hier? Finde einen Priester. Naja, gut. Das war dann wohl nix. Ja, finden wir einen Priester. Komm, was soll's. Willst du mich verarschen? Kann ich jetzt schnell reisen, Spiel? Erlaubst du es mir jetzt schnell zu reisen? Aha, ich war hier im Gebäude. So, okay. Ja, dann fragen wir mal hier, Mister, ich habe ein Schwert und bin Priester. Möchtest du bei mir mitmachen, bei dem Club der Coolen? Ach. Hast du mich gerade geschlagen? Was? Guten Tag. Hallo, warum schlägst du mich? Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Talmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Hat jemand nach mir verlangt? Herr Divisch persönlich. Oh, Herr Divisch verlangt nach mir und schickt den jungen Heinrich als Boten. Wie könnte ich da ablehnen? Ich mache mich sofort auf den Weg. Mach's gut. Hier macht es sich bezahlt, dass wir tatsächlich alle Quests gemacht haben. Ja, fast nahezu, weil die eine ist ja irgendwie verbuggt. Ich kann ihn aber irgendwie nicht nochmal töten. Wenn ich ihn nochmal töte, dann landet er wieder da. Ich lasse es erstmal so, dann gucke ich, dass ich ihn irgendwie beklaue. Das mal gucken. Gehen wir erstmal zurück nach Talmberg. Wir haben uns also im Late Game definitiv viel einfacher gemacht, da wir ja die Quests alle abgeschlossen haben, wird uns da niemand dran hindern mitzumachen. So, schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Was müssen wir jetzt machen? Hey! Nein, geh weg. Lass mich schlafen. Es ist 16 Uhr! Okay. Gott sei mit dir. Ich hab das Pech. Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte und geben sie uns ab. Herr Robert wird erfreut sein. Das bisschen, das wir noch übrig hatten, ging aus und er machte sich Sorgen. Dazu besteht kein Grund mehr. Gut, ich teile jemanden ein, der sich drum kümmert. Sehr schön. Lebe wohl. Oh, muss ich jetzt extra noch Bier organisieren? Das ist nicht dein Ernst. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können, kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Den Lagern mangelt es an Fleisch, ich könnte welches besorgen, ja. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Klingt übel.
was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Alles Gute. Okay. Okay. Wieso habe ich jetzt drei Quests? Was habe ich denn jetzt hier? Wir haben hier... im Lager gibt es kein Bier. Ich sollte bei den hiesigen Wirtshäusern fragen. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Wald, oder? Ich sehe Beute. Ich habe was gefunden, Freunde. Kann ich den von hier aus schon treffen? Fast. Zum Glück habe ich so viel auf Jäger gemacht, sodass die mich eigentlich kaum wahrnehmen können. Easy. So, wie viel ist das jetzt? Ups. 174. Oh. Ein Teil habe ich schon mal. Auch noch ein Tierchen. Kann auch ein Hase sein, ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Komm, gib mir was. Ein kleines Tierchen nur. Oh, ich bin an dem vorbeigelaufen. So. Ja. Easy. Dann reiten wir mal zurück. Das Fleisch haben wir also organisiert. Fertig. Ja. So, Fleisch abgeben, bevor es schlecht wird. Hey. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. So, erstmal das und dann das. 11 Stück behalte ich noch. Bestätigen. Hier ist es. Gut. Hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm ruhig vorbei. Werde dich bestimmt nicht verjagen, verlass dich drauf. Ach, und hier, eine Kleinigkeit für die Mühe. Mach's gut. Noch mehr Fleisch. So, ich habe jetzt genug Fleisch, um die Quest, ich glaube, 5-mal, 6-mal zu beenden. Gott sei mit dir, Heinrich. Ich habe hier etwas... Leg es dort. So, ihr seht schon, ich habe eine Menge Fleisch. Hier, nimm zuerst das. Hier ist es. Gut, hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm... Ich habe hier etwas... Leg es dorthin. Okay, ja, hier. Hier ist es. Gut. Ich habe hier etwas... Leg es dorthin. Okay, hier. Was soll das? Du sagtest, du bringst uns Fleisch. Ich bring nur... Oh, sorry. Ich hab falsch gedrückt. Hier ist es. Gut. Ich habe hier etwas... So, hier hast du... Hier ist es. Gut. Lebe wohl. Ich habe hier... Hier ist es. Ich hab genug Fleisch organisiert, um das ganze Land zu versorgen. Okay, ich sehe schon, dass das macht keinen Sinn, hier irgendwas abzugeben. Wir sollten direkt weitermachen. Hör auf zu pennen! Was ist dein scheiß Problem? Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Bist du nachtaktiv oder was? Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht schlafen. Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Okay. Unsere neue Aufgabe ist es, ihn irgendwie aufzuwecken. Was sagt mir die Karte? Haben wir noch irgendwas zu tun? Oh. Okay. Schauen wir uns die Probeeinsatz an. Der pennt da einfach den ganzen Tag. Will der mich verarschen? Wenn ich deswegen jetzt die Hauptquest nicht weitermachen kann, ne? Habe ich aber ein kleines Problem. Es ist die verdammte Hauptquest. Also, ich könnte natürlich versuchen, ihn mit einem Pfeil zu treffen. Am besten mit einem schwachen. Und gucken, ob das irgendwas bringt. Oh, guck mal, Stufe 20. Raubtier. Du kannst rohes Fleisch essen, rohes Essen in deinem Inventar hält länger. Ja, wieso nicht? Komm.
rohes Fleisch essen ist auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, ich habe überall Töpfe. Brauchst du den Scheiß nicht. Das ist der Tribok. Hallo da, Miss Geet. Wo ist der Herr Kollege? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Oh. Dann. Lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Tribok, los! Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Okay. Lass mich raten, wir sind noch nicht fertig. Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Oh, ich dachte, was ist denn nur los? Jetzt drehen die alle durch. Oh Gott. Meine Herren, Tos Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Tos es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Okay. Ich habe keine Aufgabe. Ich soll einfach nur cool aussehen. Ja, das kann ich gut. Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Galitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Ja. Dich, Heinrich. Aber das ist... Ich will in die Vorhut. Hör mir gut zu, Heinrich.
Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Sie versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai. Okay. Als erstes werde ich mich natürlich wieder umziehen. Lang genug so auffällig rumgelaufen. So. Das Ding ist auch irgendwie so halb kaputt, ne? Hatte ich das getragen? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Geräusche 12. Auffälligkeit muss ich noch ein bisschen reduzieren. Wir haben eine schwarz-graue und eine schwarze. Wieso macht die schwarz-graue Geräusche? Ist mir egal. Ich will es anziehen. Verarscht mich das Spiel gerade? So. Geräusche 6, Sichtbarkeit 21. Okay, die leise Treter, ne? Genau, Sichtbarkeit 20. Was habe ich noch an? Das hier kann er nicht runter, oder? Ja. Die macht nämlich Geräusche. Der Hut muss natürlich weg. Ach, der macht Geräusche. Okay, jetzt bin ich bin leise. Ich bin so leise, wie es nur geht. Ich sehe richtig ramponiert aus. Was ist denn los? Und wieso habe ich keine Hose an? Ah, sehr schön. Sichtbarkeit 18. Willkommene Sache schon. War ich nicht auf 12? Auffälligkeit 21. Ich war doch viel, viel niedriger. Was habe ich davon, dass ich meine Sachen umgezogen habe? Nee, ich glaub, jetzt habe ich das Optimum. Nee, ich glaube, hier bei Geräusche hatte ich 12. Na egal. Wir sind gut ausgestattet. Was soll's. So, Hilfe! Denkt, dass ihr die gesamte Belagerung saufend und würfelnd verbringen würdet, irrt ihr euch gewaltig. Havel-Medic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen. Und wenn es eines gibt, ist das wir... Okay. So, da müssen wir uns hinbegeben, ne? Begib dich zum Schlachtfeld, sobald du bereit bist. Gut, ich bin sowas von breit. Ja. Was bist du denn für ein kleines, süßes Pferdchen? Ja gut, doch, so sah nur so klein aus, weil er weiß ist. So, sind wir bereit? Ja, auf jeden Fall. Noch nicht. Ruhig, ruhig. Das sind viele. Ach du Scheiße. Wir sind doch okay, wir sind ein paar mehr. Aber nur ein paar. Ruhig, Männer. Mein Gott, mein Gott. Wie viel kommt denn noch? Heilige Maria, Jesus Christus und ihr Heiligen. Halt. Uns heute. Halt. Ich will meinen Bogen rausziehen. Wartet noch ein wenig. Heilige Maria, Jesus Christus und ihr Heiligen. Schützt uns heute. Sind das viele? Verdammt. Sie haben uns erwartet. Erster Trupp zur Brücke. Brecht durch! Vorhut! Nach viele. Links! Der Rest! Kommt mit mir! Wir flankieren diese Bastarde! Viele. Auf sie! Angriff! Tretet diese Hurensöhne in den Staub! Ja, nochmal kurz hinten reinjagen. The fuck! Wie ich nicht treffe. So, einer weniger. Ich mach das alles alleine. Schön von hinten. So, komm nicht auf mich zu, du fällst nämlich gleich um. Das ist lustig. Ich kann einfach von hinten drauf ballern. Okay, den habe ich auf jeden Fall am Arm getroffen. Du bist auch tot.
So, du bist auch so gut wie am Arsch. Ich weiß nicht, wen ich getroffen habe. Ich hoffe, keinen von meinen Leuten. Oh. Glück gehabt. Okay, die anderen kommen schon zu Hilfe. Ach, fuck. Nicht getroffen. Wie zum Teufel habe ich den nicht getroffen? Okay, umgekippt. Weg mit deinem scheiß Schild, Mann. So viel dazu. Ja, easy. Das war leicht. Gut, dass wir die Brücke repariert haben. Hilf Herrn Hanusch. Bin schon da. Keine Sorge. Feind? Du bist Feind. Oh, ich wurde weggeschubst, Mann. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, glaube ich. Weil meine Giftpfeile jetzt verschwindet, oder? Okay, ich kann doch einzeln schießen, super. So, weg mit dem Scheiß. Okay, ich benutze gleich auf jeden Fall die anderen Pfeile. Oh. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik, Toss Hauptmann und rechte Hand. Na endlich, eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Ah, auch das noch. Kalter Stahl und hitzige Gemüter. Quest begonnen, Familienbande. Wo ist dein Kopf? Rennt dann einfach ohne Kopf rum. Kann man auch machen, kann man wenigstens nicht am Kopf erwischt werden, ne? Mann, jetzt müssen wir hier zu Fuß laufen, was soll denn das? Wo muss ich denn hin? Oh. Ferdi? Bin sowieso als erstes da und schlachte alle ab. Ich sollte aber vorher... meine... Okay, so. So ist gut. 25 Langstreckenpfeile. Das passt schon. Nicht, dass mir am Ende noch die Pfeile ausgehen. Das wäre ein bisschen ungünstig, aber ich habe ja noch ziemlich viel Reserve, also. So willst du das jetzt nicht. Das können ja nicht viele sein, ne? Ich meine, den Großteil haben wir ja erledigt. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich meine, selbst wenn sie ihn zerstören, bauen wir halt einen neuen. Hat ja jetzt nur 3 Tage gedauert, also. Die Welt ist das jetzt nicht. Ich meine, es wirft uns zurück, ne? Also. Ist schon irgendwo ein bisschen tragisch, wenn er gefangen ist. Und oh, hi! Wo wollt ihr hin?
glaube, ich habe meinen eigenen Kollegen getroffen, oder? Nein. So, der hat schon einen feinen Rücken, der kann nicht lange aushalten. Ja, das war's schon. Hier, komm. So, sehe ich hier noch irgendjemanden da? Wenn ihr alle so auf dem Haufen steht, ich weiß nicht mal, wer Feind und Freund ist. Okay, das war ein Bandit. Schön aus der Nähe draufzimmern. Zack. Ich habe mal einen Typen getroffen, oder was? Ich weiß es nicht. Die sehen doch alle gleich aus. Wie machen die das eigentlich im Krieg, dass sie sich... Ich habe ihn schon wieder getroffen. Dass sie sich untereinander unterscheiden können. Ist mir ein Rätsel. Ich würde im Krieg wahrscheinlich immer meine eigenen Leute abschießen. Wir brauchen unsere Männer hier vorne. Bogen schießen. So, ich glaube, du bist noch ein Feind. Ja, super. Weißt du was, ich schieße dir einfach in den Rücken. Was ist denn los? Oh. Selber schuld. Mich einfach anzugreifen. Bandit? Bandit. Bandit? Bandit. Okay, immer schön überprüfen. Und du bist dann auch ein Bandit, ne? Ja. Au! Krieg das nicht einfach rum und schlägt mich. Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Hui, das war eine actionreiche Folge, muss ich sagen, aber insofern jetzt keine Sequenz kommt, würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer neuen Folge und dann, vielleicht dann, kriegen wir die Burg endlich zurück. Wohne der Einsatzbesprechung im Zelt bei, aber das erst morgen. Haut rein, euer Zero.